sind sie im Ranken, die tiefschwarze Nacht. Was ist wahr, wo droht Gefahr und wer gibt auf mich Acht? Eine ungewisse Reise, Wettlauf mit der Zeit. Rätsel lösen, still und leise, wir sind jetzt bereit. Was ich machen soll. So oder so, ich stehe hinter dir. Es geht darum, dass du glücklich bist. Zweimal kalte Platte mit Wurst und Käse. Guten Appetit. Abendessen. Essen wir da nicht unten? Heute Abend nicht. Und ihr dürft auf keinen Fall vor 9 Uhr runterkommen. Ja, warum denn? Was? Keine Fragen. Um Punkt 9 Uhr, keine Minute eher. Freunde der Welt. Na, was denkst du denn? Dass wir dich einfach so gehen lassen? Tolle Party. Danke dir. Bitte. Meine Idee war das nicht. Bin ich so ein Partystück. Aber ich werde mein Bestes geben. Für dich. Reißt ihn jetzt endlich auf? Er ist nicht mein Typ. Mhm. Habe ich doch schon gesagt. Und wer ist dein Typ? Oh. Erzählen Sie doch mal. Wer sind Sie heute? Dr. Jekyll oder Mr. Hyde? Mr. Hyde befürchte ich. Hey, wir müssen kurz was besprechen. Du weißt schon, was ich meine. Delia, warum stinkt das denn plötzlich so? Das hat doch vorhin nicht so gerochen. Meine Güte, was ist das? Ich riech nichts. Mann, das juckt wie verrückt. Soll ich dich kratzen? Hallo? Nina? Bist du noch da? Ja, ja. Was ist das?
Nichts. Nichts. Herzlich willkommen bei Schlag den Sarg, der Sendung für Nerven aus Stahl. Wer sind meine drei Kandidaten? Wer wagt es, seine oder ihre kostbare Hand in einen der drei Särge zu stecken? Kommt schon, Leute, mit einem Finger weniger kann man auch prima leben. Gut, dann muss ich eine Wahl treffen. Charlotte? Delia? Mara? Kommt bitte nach vorne. Applaus! Mara, du bist die Erste. Bist du an der Reihe? In einem Sarg ist Schleim, im anderen Hühnerleber und im dritten sind Maden. Komm schon, Schwester Delia, Sie haben die Wahl. Der. Die Maden. Kommst du in der Schweiz an? 11 Uhr, glaube ich. Gut gemacht! Herzlichen Glückwunsch! All den Verrückten hier zurücklassen. Warum bleibst du nicht einfach hier? Mara, dein Taxi. Ich komme. Ich komme gleich. Magnus, ich... Ich muss los. Okay,
Ganz ruhig. Erschrocken. Mann, war das knapp. Hat alles geklappt? Ja, aber mit der Wand ist nichts passiert. Nichts, nein. Weg, oder? Ich geh ins Bett. Komm schon. Oh, Mann!